Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von EWTN, schön, dass auch die Zuschauer wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie. Ich mag diese liturgischen Teile immer ganz besonders heute. Auch die Heilige Messe war so gesegnet. Es war spürbar Kraft und Geist ausgegossen. Schön, dass wir uns am Abend nochmal versammeln. Es ist ein Spendenmarathon. Ich gebe jetzt nochmals zum letzten Mal die Rufnummer bekannt. Lassen Sie jetzt noch die Drähte glühen, weil dann sind wir im Gebet. 08328 921 180 08328 921 180. Wir sind eigentlich ganz gut im Lauf unterwegs. Im letzten Jahr hatten wir 2,4 Millionen. Heute sind wir jetzt schon bei 840.000 angelangt. Alles, was wir jetzt am Boden gut machen, kommt uns in den nächsten beiden Tagen zugute. Ich stelle dem Gebet des Rosenkranzes eine Meditation, einen Gedanken voraus, den ich dem Buch von Immaculée Illibachisa entnommen habe, die Erscheinungen von Kibeo. Sie wurden ja von der katholischen Kirche als echt anerkannt. Dort heißt es, Gott selber spricht, der Vater oder Jesus, Gott lässt keinen seiner Kinder im Stich. Er wartet immer darauf, dass ihr Ja zu ihm sagt und ihn in euer Herz einziehen lasst. Gott wird euch sein Erbarmen niemals verweigern, wenn ihr euch wahrhaftig von Herzen bekehrt. Entschuldigung, es ist die Mutter, die spricht. Jesus bittet mich, euch auszurichten, dass das Leben auf der Erde nur einen Moment lang dauert, das Leben im Himmel dagegen ewig ist. Deshalb müsst ihr beten. Niemand wird allein durch gute Taten, durch besondere Spenden oder durch Zugeständnis in den Himmel kommen. Der einzige Weg zum Himmel führt über Gebete, die von Herzen kommen. Das finde ich sehr interessant, weil ja das in Medjugorje eigentlich immer und immer wieder betont wird, von Herzen. Also nicht mechanisch runterrattern und die Lippen sagen etwas, der Kopf ist ganz woanders, schon bei der Aufgabe des Tages. Und ich mache das immer so, ich sammle mich vor dem Gebet und stelle mir einfach vor, es geht jetzt vom Kopf ins Herz hinunter. Alles andere können Sie vergessen. Gott ist nicht an Worten interessiert, an unserem Herz. Und so bitten wir ihn, Herr, dass du jetzt in unser Herz kommst. Ich bin sogar so verwegen, immer zu beten. Herr, bete du mit mir im Heiligen Geist zum Vater. Also, dass ich eintreten kann in das Beten des Sohnes zum Vater. Und dann hat es die Qualität, zumindest der Intention nach, die es haben sollte vor Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Wir betrachten das erste Geheimnis des schmerzhaften Rosenkranzes, der für uns Blut geschwitzt hat. 30 Silberlinge war er ihnen wert, der Preis für einen Sklaven, mehr nicht. Der Schönste unter allen Menschen, wie es im Psalm heißt, der Sohn Gottes, 30 Silberlinge. Im Philipperhymnus heißt es ja, ein Lied, das der Apostel Paulus schon übernommen hat, es wurde offensichtlich schon vor ihm in der Gemeinde gebetet, also in den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts angesiedelt, er wurde wie ein Sklave, hat alles hinter sich gelassen. Sklave meint, dass keine Eigentums- und Besitzrechte mehr geltend gemacht werden können. Ich gehöre komplett dem anderen. Und so hat Christus auf alles verzichtet, 30 Silberlinge. Geld war sicher nicht das einzige Motiv, das Judas zum Verrat bewogen hat, aber eben auch. Er hatte die Kasse und veruntreute die Einkünfte, er war ein Dieb. Geld hat eben auch eine Rolle gespielt bei ihm. Und hier lesen wir in der Botschaft von Gibeo: Wenn ihr euch gegen Gott auflehnt, sagt die Mutter Gottes, dann liegt das an den Reichtümern dieser Welt. Gegenwärtig besitzen viele Menschen so große Reichtümer, dass sie an den Dingen Gottes keinen Geschmack mehr finden. Warum arbeitet ihr mit solchem Eifer für die Dinge der Welt, aber nicht für die Herrlichkeit des Himmels? An einer anderen Stelle: Die Herzen der Menschen werden schlecht, weil sie sich an die Güter der Erde und ganz besonders an das Geld binden. Es ist eine hohe Kunst, zu besitzen, als ob man nicht besitzen würde, wie der Apostel Paulus es formuliert, innerlich frei zu sein. Bitten wir um diese Gnade und bitten wir vor allem auch für alle, die das jetzt hören und wirklich richtig helfen könnten. Liebe Leute, was spart ihr jetzt, wenn wirklich eine Million und Millionen scheffelt? Und ich kenne viele von denen. Es reicht euch doch. Dann stellt doch bitteschön das, was ihr übrig habt, für die Evangelisation zur Verfügung. Christus sagt das doch im Evangelium. Es ist nicht einfach eine billige Anmache von mir. Verschafft euch mit dem ungerechten Mammon dieser Welt sozusagen Zutritt zum ewigen Reich. Erwerbt euch Güter, die bleiben. Ihr werdet alles zurücklassen müssen. Alles. Und dann wird nur noch zählen, wie ich das Geld eingesetzt habe. Überlegen Sie doch bitte, ob Sie das nicht für die Evangelisation, damit Millionen Menschen erreicht werden können, einsetzen, anstatt dass Sie sich hier komplett in Beschlag nehmen lassen. Es ist eine Art Besessenheit, Besetztheit, wenn man nur noch in diesen Kategorien denkt. Verschafft euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr, wenn es mit euch zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Das erlockt ja Christus selber mit dem ewigen Lohn beim Vater. Das ist nicht einfach ein Trick jetzt von mir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Herr, wir bitten dich, schenk uns die Gnade, dass wir besitzen, als ob wir nicht besitzen würden. Schenk uns diese innere Freiheit und ich bitte dich, dass alle, die es dazuhören und so gebunden sind, und in diesen Kategorien des Geldes nur denken, dass sie frei werden. Egal, ob sie uns oder andere unterstützen, aber dass sie einfach frei werden, schenke ihnen das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Geißelung des Herrn denke ich an die Geißeln der Menschheit. Hunger, Unterernährung, Krankheit, Korruption, Ausbeutung, Krieg, Gewalt, besonders im Sudan und in Kongo, Seuchen, AIDS, Ebola, Corona jetzt auch. Heute Mittag hat Jean-Paul einen interessanten Satz gesagt. Wir waren immer schon in Afrika in der Not, aber jetzt sind wir im Elend. Das ist ein Unterschied. Also es hat schon auch vorher schon viel gefehlt, aber jetzt wird es wirklich richtig kritisch. Der Hunger wütet immer mehr und verursacht Unterernährung, hat er schon im Dezember gesagt. Die Wirtschaft ist fast vollständig zusammengebrochen. Unternehmen schließen, Angestellte werden entlassen und wissen nicht mehr, wie es weitergeht.
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter heißt er, er sah ihn und ging vorüber. Zweimal, er sah ihn und ging vorüber. In einer globalisierten Welt geht das einfach nicht mehr. Die Not der anderen sehen und einfach vorübergehen. Beten wir, dass diese Geiseln von uns genommen werden. Mit mir betet jetzt Jean-Paul Kayura in seiner Heimatsprache Kinyarwanda. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ifunguro ritunguri duhe none, tubabarire ibicumuro byacu, nkuko natwe tubabarire abaducumuyeho, ntuterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urudusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urudusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria, mutagatifu mubyeyi w'Imana, uradusabira twa banyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Herr allmächtiger Gott, wir bitten dich zusammen mit dem Papst und so vielen Millionen Menschen, die jetzt im Mai täglich den Rosenkranz beten um ein Ende der Pandemie und dass wir Bedingungen schaffen, es wäre so möglich, wenn die Mächtigen dieser Erde das wollten, dass alle leben können und dass diese Geiseln des Hungers und des Krieges hinweggenommen werden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Dornenkrone geht es natürlich um Sünden des Kopfes, des Denkens. In der Bibel lesen wir, falsche Gedanken führen weg von Gott, trennen von Gott. Umdenken, das meint eigentlich Bekehrung, wenn man es wörtlich übersetzt aus dem Griechischen.
Ein neues Denken ist angesagt. Wir haben es ja mittlerweile hoffentlich schon verstanden, wenn in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird, wenn diese Lunge der Welt zerstört wird, dass das riesige Auswirkungen auf das ganze Klima hat. Umgekehrt herum, wenn wir unverantwortlich CO2 hinausblasen, die Atmosphäre erwärmt wird, dann schafft das bei uns Klimaextreme, aber in den Ländern des Südens macht es vielen Menschen das Leben schlichtweg nicht mehr möglich. Wenn es dort sowieso schon warm und heiß ist, wird es unerträglich. Inseln werden verschwinden. Also in dieser Hinsicht ist sicher ein Umdenken angesagt, ein globalisiertes Denken. Und genau dafür wollen wir ja auch beim Marathon das Empfinden schärfen. Es ist einfach so wichtig, dass wir konkrete Gesichter sehen. Den Bischof aus dem Kongo, Jean-Paul, morgen den Josef Nassar. Das sind nicht irgendwelche Leute, die uns nichts angehen, es sind unsere Brüder und Schwestern. Und deshalb bitten wir ja, um ein Denken, das auch Raum lässt und mit berücksichtigt unsere Brüder und Schwestern. Falsches Denken ist zum Beispiel auch, Geiz ist geil. Natürlich können Sie auf diesen Standpunkt stellen, aber das sind Gedanken, die uns von Gott trennen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, e liberaci dal male. Amen. Entschuldigung, ich habe es vergessen anzusagen. Mit uns betet Vittorio Vicari, der Präsident der Weltfamilie. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Allmächtiger Gott, ich bitte dich, wie der Apostel Paulus es sagt, erneuert euer Denken, gib uns ein neues Denken, erneuert euren Sinn, dass wir von dir her und auf dich hin denken, und dazu segne uns dein mächtiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Comboni-Missionar Bruder Hans ist seit 1984 als Berufsbauingenieur und Laienbruder seit Jahrzehnten in Afrika tätig, besonders auch in Kenia und auch im Südsudan. Er betreut in einem Elendsviertel in Nairobi in Kenia 300.000 Menschen, die unter unwürdigen Verhältnissen dort leben müssen. Dieser Ort heißt Kairobangi. Die Armut verursacht durch eine enorme Landflucht und schlechter staatlicher Politik hat dort viele oft dramatische Gesichter. Trotz alledem gibt es ein Wort, das ich praktisch jeden Tag dort höre. Mungu Yupo. Das ist Kiswahili und heißt übersetzt, Gott ist da. Das ist übrigens der Gottesname Emmanuel. Das heißt, Gott mit uns, Gott ist da. Das ist die ganze, ja eigentlich wunderbare Theologie Afrikas, der Glaube Afrikas. In dieser Haltung kämpfen sich viele durch das Leben. Dadurch erhalten sie die notwendige Kraft, den schweren Alltag zu meistern. Gott ist da, Gott geht mit. So wächst die Hoffnung, dass es irgendwann einmal doch besser wird, wenngleich ganz anders, als man es vielleicht ausgemalt hat. Nur so können viele im besten Sinn des Wortes in den Tag hinein leben, ohne Bankkonto, ohne soziale Absicherung, vielleicht ohne zu wissen, was es heute Abend zum Essen geben wird. Aber ihre Erfahrung sagt, dass es immer wieder gut ausgeht. Natürlich auch mit vielen leidvollen Abstrichen. So geschieht es, dass eine Familie zum Beispiel, die selber schon 5 oder mehr Kinder hat, auch noch die Kinder der verstorbenen Nachbarin aufnehmen. Ohne viel Aufsehen geschieht in Afrika viel Hilfe und soziale Arbeit, von der kaum berichtet wird. Und da genau knüpfen wir Missionare an. Dort genau wird der Glaube zu einem Fest, der das Leben besser und schöner macht. Das ist schon irgendwie unglaublich beeindruckend, der Reichtum der Armen. Was die da tun, haben selber Kinder, wissen sie nicht, wie sie ernähren sollen, aber es ist für sie vollkommen klar, wenn jetzt die Nachbarin stirbt und da es gar nicht mehr weitergibt, dass sie sich um die auch kümmern. Wer würde das von uns tun? Mungu Yupo, Gott ist da. Und die müssen täglich dieses Kreuz schleppen. Das ist nicht so wie bei uns, dass wir heute vielleicht mal bei Wasser und Brot uns ernährt haben. Jeden Tag ein Kampf, bin ich am Abend noch satt oder nicht? Und da können wir lernen, was Gottvertrauen ist. Bei uns ist das eher theoretisch. Bei den Menschen ist es konkret, jeden Tag abverlangt. Und sie sagen es, sie leben es, Gott ist da, Gott, er hilft uns. Beschämt uns das nicht mit unseren kleinkarierten Sorgen? Mit mir betet jetzt Bischof Dr. Jean-Pierre Kwambamba in französischer Sprache das 4. Geheimnis des Rosenkranzes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Mungo Jupo, Gott ist da. Herr, segne die krank sind, die verzweifelt sind und lass sie denken, wie es ihren Brüdern und Schwestern in Afrika geht. Und gib, dass sie wie diese aus dieser Gewissheit des Glaubens, er ist da, ich spüre ihn vielleicht nicht, aber er ist da, Kraft schöpfen und wieder den Weg, den Kreuzweg gehen können. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Wieder aus dem Buch von Ili Baschisa über Kibeo. Unsere liebe Frau sagt, meine Kinder, ihr müsst einander lieben und dürft keinen Groll hegen. Viele in diesem Land tragen Hass in ihren Herzen. Ihr müsst eure eigenen Herzen mit der Liebe meines Sohnes reinigen. Betet, Kinder, betet zu mir und ich werde euch helfen. Ein kleines Körnchen Zorn kann zu einem großen Baum des Hasses werden. Gottes Licht verdunkeln und euch in eine tiefe Finsternis stürzen. Meine Kinder, bitte hört mich an. Ihr müsst den anderen ihre Sünden vergeben und denen verzeihen, die euch verletzt haben. Denkt daran, wie sehr ich euch liebe. Liebt die anderen ebenso. Ja, das wäre es eigentlich gewesen, wenn man das beherzigt hätte. Ein kleiner Funke, ein kleines Körnchen, sagt die Mutter Gottes Zorn, wächst rasch zu einem großen Baum. Ein kleiner Funke und ganz rasch ist das ganze Land entzündet. Es geht natürlich auch im Guten. Nur ein bisschen Vertrauen auf den Herrgott. Nur ein wenig ein Herz, das einmal aufmacht, dass er dort ganz und gar wirken kann. Und was kann da Großes draus werden? Schauen Sie die Heiligen der Kirche an, die die ganze Zeitenläufe geändert haben durch ihr Vertrauen.
Und deshalb wieder so wie beim dritten Gesetz, was geht in unserem Herzen vor, in unserem Denken? Ein kleines Körnchen, ein kleines Saatkorn wächst zu einem großen Baum des Hasses. Gebt Acht. Gebt Acht, was in eurem Herzen denkt. Ihr müsst den anderen vergeben. Denkt daran, wie sehr ich euch liebe. Liebt deshalb die anderen auch, der für uns gekreuzigt worden ist. Michael Wielert hat das erste Gesetz mit mir gebetet, er betet jetzt auch das letzte, bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Wir beten für Papst Franziskus, für seine Anliegen und auch für ein gelingendes Marathon. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Allmächtiger Gott, so schenk uns die Gnade, dass wir wirklich vergeben können, dass wir keinen Hass, keinen Groll in unserem Herzen auf den Nächsten haben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es wäre wichtig, dass wir heute die 1 Million schaffen. Es dürften jetzt ungefähr so 850.000 sein. Das ist möglich. Es waren jetzt lange liturgische Einheiten. Die Heilige Messe, der Rosenkranz. Und da ist es ja jetzt gut, wenn Sie mitbeten. Aber jetzt gibt es nichts mehr, was Sie halten sollte. 08328 921 180 ist die Spendenhotline. Wir haben ungefähr 200.000, 300.000 Zuhörer. Jeden Tag aus bestimmten Daten kann man das erheben. Und wir wissen auch ganz genau, wie viel schon gespendet haben. Es dürften jetzt ungefähr 1.700 Leute sein. Das heißt, wir bewegen uns da immer noch im Promillebereich. Das ist nicht einmal 1%. Wenn also 100 Leute jetzt das hören und unsere Spenden aufrufen, dann lässt sich gerade einer oder eine motivieren, etwas zu geben. Ja, jetzt bitte schon sagen Sie mir nicht, dass das nicht ausbaufähig wäre. Also bitte, Sie sehen ja, Sie hören es doch von dem Bischof, von all denen, wie, der kommt ja nicht zum Spaß aus Afrika eigens hierher, wie wichtig es ist. Und das sind ja nicht, Entschuldigung, wenn ich deutlich spreche, nicht alle Hartz-IV-Empfänger, sodass jeder den Cent umdrehen muss oder den Euro, bevor er ihn hergibt. Jeder hat eine Möglichkeit zu geben. Und vielleicht sind gerade die 10 Euro oder die 5 Euro von der Person, die sich echt absparen muss, die wertvollsten, weil sie ein Opfer ist. Das hat vielleicht mehr Wert vor Gott als die 10.000 von einem Reichen. Aber es soll doch bitte jeder das, was ihm möglich ist, einbringen. Und ich vergleiche das immer mit anderen Dingen. Es erwartet ja niemand von Ihnen, dass Sie einen Betrag geben, damit Sie ein neues Auto kaufen können oder wenn Sie ein Haus renovieren. Aber das, was Sie alltäglich ausgeben, wenn Sie einkaufen, wenn Sie den Tank im Auto nachfüllen, das müsste doch wirklich für die, die das hören, möglich sein, das zu geben. Lassen wir uns doch nicht immer so betteln und bitteln, sondern geben wir wirklich großzügig, machen wir es als ein Geschenk für unsere Brüder und Schwestern in Afrika. Sie können ja alles auf unserer Homepage nachsehen, es ist alles dokumentiert. Es geht kein Cent verloren. Die ganzen Häuser, die wir im Südsudan, im Kongo, in Nairobi gebaut haben, im Kongo sind es ja jetzt auch schon 6 oder 7 Erzbischofssitze. Es ist ja alles dokumentiert. Sie können es ja sehen. Es wird nichts irgendwie daneben geleitet. Die italienische Ingenieure vor Ort prüfen das. Es hat jetzt langsamer gegangen durch Corona, aber es geht voran und die brauchen uns. Das Radio ist dort das einzige Mittel, um die Leute zu erreichen. Also bitte jetzt bis 11 Uhr, Michael Wielert wird dann noch Gott hört dein Gebet moderieren, müssen einfach die Leitungen durchglühen. Geht nicht anders. Heute ist Herz-Jesu-Freitag. Ich spreche noch ein Weihegebet an das Heiligste Herz-Jesu. Aus deiner geöffneten Seite, Herr, flossen Blut und Wasser, welche die Sakramente der Taufe und Eucharistie versinnbildlichen. Wir danken dir für diese großen Geschenke deiner Liebe, deiner Hingabe am Kreuz und bitten dich um die Erneuerung der Taufgnade. Das Blut, das du am Kreuz vergossen hast, wird in geheimnisvoller Weise im Mahl der Liebe gegenwärtig. Mit dem Brot des Lebens sei es uns immer neue Quelle der Kraft auf unserem Lebensweg. Wir bitten um Verzeihung für unsere Gleichgültigkeit angesichts eines solchen Übermaßes von Liebe bis zum Äußersten. Gieße Ströme von lebendigem Wasser, die aus deiner Seite geflossen sind und ein Sinnbild des Heiligen Geistes darstellen, über unser Leben aus, unsere Familien und unsere Kinder. Bekleide uns mit Gewändern, die reingewaschen sind im Blut des Lammes. Entzünde unsere Herzen neu mit dem Feuer deiner Liebe und bewahre dieses. Wir weihen deinem Herzen unsere Angehörigen und uns selbst
unsere Pfarrei und Radio Horeb mit seinem Evangelisationsauftrag. Wir legen alles in dein heiligstes Herz hinein. Heile und befreie uns, stärke und führe uns, beschütze und besiegle uns. Amen. Erneuere mein Herz, mache es zu deinem. Ich gebe dir dieses ganz und gar, schenke mir deines dafür. Lass mich denken und fühlen durch dein Herz. Alles, was ich bin, bin ich durch dich, o Jesus. Nichts verlange ich mehr, als ganz dein zu sein. Ich darf Ihnen zum Schluss noch den Segen mitgeben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne, heile, schütze und behüte sie. Schenke ihnen Kraft, Stärke, Freude. Öffne eure Herzen für seine Gnade, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt gleich geht es weiter mit Gregor Dornes aus Berlin. Der Gregor ist ein hervorragender Läufer. Begleiten Sie ihn. Das wird Erfolg haben. Danke, alles Gute.